Ja, an und für sich hat Wolfgang ja die letzten zwei Tage fast 1000 Kilometer gefahren. Heute ist er auch wieder extrem schnell unterwegs, hat ein bisschen Rückenwind, hat an die 30, 34 Stundenkilometer immer wieder zeitweise drauf gehabt. Das Thema jetzt ist, dass natürlich durch die langen Fahrkilometer auch der Muskel, sein Gesäß in dem Sinne leidet und wir uns um diesen besonders annehmen müssen und hoffen, dass sich da in der Ruhepause, die jetzt gerade stattfindet, wieder etwas entspannt und er dann wieder mit einem etwas ruhigeren Muskel am Gefäß und etwas abgeheilter wieder weiterfahren kann. Das Rennen hier in Russland geht nicht nur um einen Weltrekord für Wolfgang Fasching, sondern hat auch einen starken, charitativen Aspekt. Es geht um das Motto, starke Muskeln für schwache Muskeln. Wolfgang Fasching stellt seine starke, ohne Zweifel starke Muskelkraft in den Dienste der österreichischen Muskelforschung. Dieser Verein der Muskelforschung beschäftigt sich mit der Forschung von unheilbaren Muskelerkrankungen. Davon sind in Österreich an die 20.000 Leute betroffen, an und für sich in der großen Masse nicht viel, für die Betroffenen sehr wichtig. Und die Gelder, die gespendet werden, werden verwendet oder sind verwendet worden für solche Forschungsprojekte, die unter anderem die Lebensdauer, die Lebenserwartung, die Lebensqualität der Betroffenen deutlich erhöht haben. Hier in Russland gibt es die Möglichkeit, die 10.000 Kilometer, Charity-Kilometer zu kaufen. Ein Kilometer zählt für einen Euro, können natürlich auch 10 Kilometer, 100 Kilometer gekauft werden. Und auf der Homepage der österreichischen Muskelforschung www.muskelforschung.at können die entsprechenden Spenden abgegeben und gespendet werden. Wir hoffen auf eure Unterstützung im Sinne dieses Charity-Gedankens und dass wir mit unseren starken Muskeln eben auch für die etwas schwächeren Muskeln einiges bewegen können. Bravo, Wolfgang, du bist der Allergrößte. Bei Maschine. Also, aus dir konnte man 10 normale machen.